So, mein Lieber, ich bin wieder wach und kotze direkt gleich weiter ab. Weihnachtszeit, Abkotzzeit, ne? Weil ich ahnte schon, dass noch ein Paket kommt. Die hatte ich tatsächlich zusammen bestellt und sie kamen auch zusammen an. Und zwar sammle ich ja auch die Marvel Legends Spider-Man Retro-Figuren, also quasi die, die so aussehen wie die von damals aus den 90ern. Und je nachdem, was für ein Charakter und was für eine Figur das ist, sammle ich die ja jeweils immer doppelt, weil ich die eine Figur packe ich aus und die andere bleibt in der Verpackung und kommt dann an meine Figurenwand hier. Die habe ich ja eigentlich für diese Serie ins Leben gerufen. Ja, und heute kam überraschenderweise, ich hatte nicht damit gerechnet, dass die schon so schnell kommen würde, weil ich hatte eine andere Figur, die in dieser selben Reihe vor Monaten schon in den USA veröffentlicht wurde. Die hatte ich früher auf dem Plan und die ist bisher immer noch nicht in Deutschland erschienen. Auf jeden Fall kam jetzt diese Figur überraschend früher als die andere, was mich aber jetzt nicht weiter gestört hat. Im Gegenteil, ich habe mich gefreut. Und was ich halt dann ja immer mache, also ich hatte mir die ja doppelt bestellt, ich gucke natürlich, welche sieht in der Verpackung besser aus. Die bleibt dann in der Verpackung und kommt an die Wand und die andere mache ich dann irgendwann auf. Und genauso war es jetzt mit dieser Figur auch. Das war die Black Cat, also die schwarze Katze. Wie ich finde, eine sehr schöne Skulpturierung des Gesichts. Also die sieht wirklich toll aus. Die sieht aus wie in der Zeichentrickserie und deswegen habe ich sie mir auch gekauft. Und ich merkte sofort, ja, die eine sitzt super gut in der Verpackung, also genauso wie eine Actionfigur halt da drin sitzen sollte. Und die zweite war so ein bisschen merkwürdig da reingepackt und zwar streckte die quasi ihre Brust nach vorne, wogegen ich als Mann natürlich nichts hab, ne? Aber es sah halt als, also als Actionfigur in der Verpackung sieht es ein bisschen komisch aus. Also die guckt auch nach oben, weil der ganze Oberkörper gestreckt ist, ne? Da haben wir wieder das Thema, wie werden Figuren eigentlich in die Verpackung reingesteckt. Ist auch noch eine Anmerkung zu meinem letzten Rant, wo mir dann nochmal einfiel, ja, wie viele Figuren gibt's auch, die so in diese Plastikblister gestopft werden, dass ihre Gelenke dabei auch völlig verbogen werden. Ne? Also die Hasbro Marvel Legends Sachen sind auch notorisch bekannt dafür, dass im Prinzip da die Plastikgelenke, die sind ja ein bisschen weicher, sage ich jetzt mal, als bei vielen anderen Figuren. Und oft landen die dann in diesen Plastikverpackungen, in diesen Plastikblistern. Und die Blister sind aber so konstruiert, dass sie irgendwie die Beine der Figuren, gerade an den Knien, das ist immer sehr schwierig, diese Stelle, an den Knien nach innen drücken, sodass wenn du die Figur dann rausholst, dann hat die ja schon, was weiß ich wie lang, in dieser Plastikverpackung gesteckt und hat konstanten Druck auf dieses weiche Plastikgelenk gehabt. So dass dieses Bein halt dann so der Unterschenkel quasi ab dem Knie so nach innen geknickt ist. Und dann kannst du schön mit heißem Wasser da stundenlang rumfummeln, bis dieses Bein wieder gerade ist, ja, wenn es denn überhaupt sich relativieren lässt. Ich habe das auch oft, dass diese Beine dann nie wieder gerade stehen. Also ich kriege das teilweise gar nicht hin, die dann wieder richtig hinzukriegen. Dann hast du eine Figur, die dann das rechte Bein nach innen eingeknickt hat. Das ist richtig geil, ne? Macht auch totalen Spaß, die dann hinzustellen. Ja, also wieder so eine Kotzscheiße. Das nur so nebenbei, kleiner Exkurs. jetzt geht's darum, ich guckte mir diese beiden Figuren an, stellte fest, die eine sitzt perfekt in der Verpackung drin, die andere, ja, wie gesagt, mit dem Oberkörper so merkwürdig nach vorne gestreckt. Ich schick dir gleich nochmal Bilder. Und die mit dem Oberkörper nach vorne gestreckt, die hat, also die haben beide auch ein Zubehörteil mit dabei. Und das war bei der mit dem vorgestreckten Oberkörper, da sah man auch direkt, da war ein Farbklecks über den Griff gemalt, ja, also sah auch nicht so gut aus. Da dachte ich, alles klar, wir haben unsere Kandidatin, die wir aufmachen und wir wissen, welche davon an die Wand kommt, nämlich die, die gut aussieht. So, dann drehe ich diese Verpackung um und stelle fest, das Teil hat so einen scheiß Aufkleber hinten dran. Ne? Und ich hasse ja diese Aufkleberkacke, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das Gute ist, bisher habe ich jeden Aufkleber noch ohne Probleme abgekriegt, ja, aber ich finde es trotzdem ätzend, dass sie das machen. Da sieht man mal wieder, das sind auch keine Sammler, die haben keine Ahnung von dem Handling einer Verpackung, ja.
Das Ding war jetzt irgendein asiatischer Aufkleber. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe es leider jetzt auch nicht fotografiert, bevor ich es abgemacht habe. Ich fotografiere es dir. Ich hole es extra für dich nochmal aus dem Müll. Rupi, Premium-Behandlung für dich, mein Freund. Ich hole es extra nochmal aus dem Müll und fotografiere es für dich. Irgendein komischer asiatischer Aufkleber, nur mit lauter asiatischen Symbolen. So, der war natürlich auf beiden Figuren, also auf beiden Packungen drauf. Und ich hasse dieses Ding. Also, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die genommen, die an die Wand kommt, und habe versucht, diesen Aufkleber abzumachen. Das war ein schwerer Fehler. Denn dieses Ding ist mir komplett zerbröselt, während ich es abziehen wollte. Ich habe bestimmt 5 Minuten an dieser Verpackung rumgekratzt, um dann den Rest da noch abzukriegen, und habe dabei die Verpackung ruiniert. Das heißt, diese Figur hat jetzt hinten weggerissene Pappe, weil diese scheiß Kleberkacke von diesem Aufkleber so fest in diese Pappe schon eingezogen war, dass ich, während ich da am Ziehen und Knibbeln war, nicht nur mit meinen Fingernägeln, die Gott sei Dank kurz waren, ja, ich will mir nicht ausdenken, was passiert wäre, wenn ich die nicht geschnitten hätte irgendwie vor ein paar Tagen und dann mit langen Krallen da drüber marschiert wäre, ja, dann wird's wahrscheinlich noch schlimmer aussehen. Aber das Ding, ne, also dieser Kleber löste sich nicht richtig, und jetzt ist halt hinten an dieser Stelle sind so ein paar Pappstellen, die offen liegen, weil dieser Aufkleber da geklebt hat und ich den da nicht vernünftig weggekriegt habe. Das kann man natürlich sagen, selber schuld, ein Vollidiot, ja, man hätte das viel besser machen können. Gut möglich, aber ich möchte gar nicht in diese Situation gebracht werden, das überhaupt da abziehen zu müssen, weil da gar nichts drauf gehört, ja. Dieser scheiß Aufkleber hat da nichts verloren. So, und dann, um mich zu verhöhnen, ja, hat das Schicksal entschieden, ja, dann zieh doch mal den Aufkleber von der anderen Figur, die du aufmachen willst, zieh den doch ab, und das ging wunderbar. Ohne Probleme. Jetzt habe ich also quasi eine Figur, die perfekt in der Verpackung sitzt, wo die Verpackung aber hinten ruiniert ist, und eine Figur, die nicht gut in der Verpackung sitzt, mit einem Zubehörteil, das einen deutlichen Farbfehler hat und das aber eine perfekte Verpackung hat. Und ich denke mir so, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Welche mache ich denn jetzt auf? Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, die mit der ruinierten Verpackung bleibt trotzdem an der Wand, weil ich gucke ja von vorne drauf und von vorne ist sie in Ordnung. Und von hinten habe ich halt jetzt das Problem, wenn ich sie umdrehe, ich sehe diese Stelle, und dadurch, dass der Kleber nicht ganz abgegangen ist, wenn du da mit den Fingern dran kommst, klebt die Scheiße halt auch noch immer. Ne? Vielen Dank. Ohne Mist, was soll das? Diese scheiß Aufkleberrotze. Damit werden die Verpackungen ruiniert, ja? Und du sitzt dann da und als Sammler und denkst dir, ja scheiße, jetzt ist das Ding am Arsch. Und wenn ich den Aufkleber drauf lasse, sieht's auch kacke aus. Was natürlich auch genau ist, war ein Bild hinten auf der Verpackung drauf. Ein Bild. Und das Bild ist von der Figur mit ihrem Action-Feature, wenn man so will. Weil es ja so ein bisschen an die Retro-Sachen angelehnt ist, aus den 90ern. Die hatten auch immer die Figur hinten nochmal drauf gezeichnet. Also nicht abfotografiert, sondern gezeichnet. Und das Action-Feature. So, und genau auf diesem einen Bild saß schräg unten dieser scheiß Aufkleber drauf. Und ich dachte mir, hätten sie den mal so ein Stückchen weiter nach unten geklebt, und zwar über diese ganzen Legal District Scheiße, die da immer draufsteht auf den Verpackungen, die auch kein Schwein interessiert, ja, dann hätte ich das ja doch irgendwie, ne, dann hätte ich auch versucht, das Ding abzuknibbeln, aber ich hätte dann gemerkt, okay, gut, das löst sich da ab, ich lasse es einfach, ne, aber es war halt genau auf dieses eine Bild geklebt, ja, und ich dachte, ihr Ficker, ja, und bevor du jetzt irgendwas zurückschickst, ja, ich weiß, es ist Weihnachten, ja, das Fest der Friede, ne, das Fest der Liebe naht, und warum regt sich ein erwachsener Mann über einen scheiß Aufkleber auf einer Plastikfigurenverpackung auf, aber ich tu's nun mal, weil ich einfach nichts Besseres zu tun hab gerade. Oh Gott. Ne, der vernünftige Mensch in mir sagt, warum regst du dich da jetzt auf? Ja, was soll der Scheiß? Ja? Hast du wirklich echt nichts Besseres zu tun, als dich jetzt darüber aufzuregen? Ja? Warum freust du dich nicht, dass die Figur da ist? Und zudem sagt der Sammler in mir, ich freue mich ja trotzdem. Ne? Ich habe sie jetzt hier vor mir an der Wand hängen und ich finde sie grandios. Sie sieht super aus. Deswegen habe ich sie mir mal bestellt. Aber das sind halt so Sachen, die einfach nicht sein müssen. Ne? Ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich Meckern auf hohem Niveau, zumindest von außen gesehen.
Aber für uns Sammler, ich meine, wem erzähle ich das? Ne? Ich meine, du stehst auch auf Kriegsfuß mit diesen ganzen Aufkleber-Scheißgeschichten. Ne? Ja, das so viel dazu. Ich fische jetzt dieses Ding nochmal aus dem Müll und werde dir Bilder schicken. Und dann kannst du das, wenn du magst, auch wieder in Video. Guck, ich versorge dich hier mit einem bekloppten Drecksthema nach dem anderen. Und reiße damit deinen gesamten Kanal komplett in den Äther. Und der Mann lädt's hoch, er lädt's hoch. Und die Leute schreiben alle, was für ein Scheiß, Rupi. Wir wollen Dragons wieder haben. Was für ein Rotz. Hör auf mit diesem unsympathischen ja, und seiner Figuren-Scheiße. Und er lädt's hoch, gegen den Sturm. So geil, so geil. So, ich knips mal ein paar Bilder. Bis später.